Hallo ihr Lieben, wir spielen jetzt ein neues Spiel und zwar Memoria von der Serie Das Schwarze Auge. Da habe ich ja schon vor einiger Zeit Satin aus Ketten gespielt und ich bin gespannt, was uns erwartet. Wir hatten jetzt hier nur noch mal kurz Einstellungen gemacht, dass alles funktioniert. Dann gehe ich jetzt mal auf neues Spiel. Ja, neues Spiel starten bitte. Genau, und wir hatten ja bei Satin aus Ketten den Geron gespielt, der auf der Suche war, Nuri wiederzufinden. Göttern, das fängt ja gut an. Und da ist er. Prima. Wo haben diese Leute nur ihr Zelt aufgeschlagen? Wenn hinter der nächsten Biegung wieder nichts ist, kehre ich um. Ja, ich nehme jetzt einfach mal eine Einführung. Vielleicht gibt es da noch was zu der Geschichte von Satinavs Ketten. Ich weiß es nicht. Ich probiere mal. Da leuchtet das so schön. Mal gucken. Ist hier irgendwas? Aha. Oh, hier ist ein Reh. Niedlich. Na, endlich. Heda, kleines Mädchen, Giacomo Nauta schickt mich. Ich bin hier wegen des Rätsels. Sprichst du Gareti? Ich bin ein Freund. Giacomo hat mich angekündigt. Er hat den Helden von Andergast angekündigt. Einen starken, mutigen und klugen Mann. Niemanden, den ich ohne weiteres von Kopf bis Fuß aufschlitzen könnte. Ich bin der Held von Andergast. Kannst du zaubern? Dinge mit Feenmagie heilen? So wie der Held die Träume der Andergaster heil gezaubert hat? Es war nicht ganz so. Aber ja, ich kann Dinge magisch reparieren. Dann beweise es. Das hier vor mir ist die fliegende Festung Kishari. Ich habe sie aus meinen Träumen nachgebaut. Aber was ich auch mache, sie kippt immer wieder um. Zaubere, dass sie stehen bleibt. Und ich lasse dich zu meinem Vater. Nichts leichter als das. Klickt auf die Hölzchenfestung, um sie aufzurichten. Mit der rechten Maustaste seht ihr sie euch genauer an. Eine kleine Burg aus Stöckchen. Sie kippt immer wieder zur Seite um. Zaubere, dass sie stehen bleibt. Und ich lasse dich zu meinem Vater. Ach, ist das spannend. Ich freue mich richtig, dass ich das endlich mal Geht auch spiele. ohne Magie. Oh. Geron beherrscht einen Zauber, mit dem er zerbrechliche Gegenstände zerstören und wieder reparieren kann. Bewegt die Maus an den unteren Bildschirmrand, um euer Inventar zu öffnen. Klickt auf die magische Kugel am linken Rand und anschließend auf die Holzfestung. Okay, ach ja, hier ist es. Was habe ich denn überhaupt dabei? Ein Messer, Nuris Kette. Und reparieren, zerstören. Dann gehe ich mal hier rauf. Hör Holzchenfestung. zu und lerne. Lernen, dass du eine große Klappe hast? Die Festung ist überhaupt nicht kaputt, sondern einfach nur schlecht gebaut. Oh. Rede dich nicht raus. Zaubere, dass sie stehen bleibt. Und ich lasse dich zu meinem Vater. Die Holzfestung ist nicht das einzige interessante Objekt auf dieser Lichtung. Um sich alle anzeigen zu lassen, drücke die Leertaste. Seht euch nun ein wenig um und erkundet eure Umgebung. Vielleicht findet ihr etwas, das euch hilft, die Aufgabe des Mädchens zu erfüllen. Gut, also ich denke, ich soll hier auch die Leertaste drücken und guck mich um. Also neben dem Mädchen liegt hier auch ein, was, ein Dolch. Schon in Ordnung. Aha. Ich habe mein eigenes Messer. Gut, dann gucke ich mir mal die Truhe an. Was ist da drin? Mach sie auf und sieh nach. Ja, mach mal auf. Giron? Eine Glasflasche? Ihr tragt die Flasche nun bei euch. Wie eure Magie lassen sich auch Gegenstände mit anderen Dingen verwenden. Bewegt erneut die Maus an den unteren Bildrand, um euer Inventar zu öffnen und benutzt einen eurer Gegenstände mit etwas anderem. Mit dem Mausrad lassen sich eure Gegenstände und Zauber auch ohne Inventar durchschalten. Aha, sehr gut. Da sehe ich es gerade mit dem Mausrad. Okay, aber jetzt soll ich ja hier reingehen und nimm mal Nuris Kette. Nee, das geht. Zu. Aha, also das Verbinden, das geht nicht, ist Geht ja auch nicht. Quatsch. Nein, bei meinem Geschick würde ich mich nur schneiden, entweder am Messer oder an den unzähligen wegspringenden Scherben. Genau. So, dann nehme ich mal das Messer. Ich mache sie doch nicht kaputt, sie gehört Nuri. Nuri, da kann ich mich noch Nein. erinnern. Bei meinem Geschick würde ich mich nur schneiden, entweder am Messer oder an den unzähligen wegspringenden Scherben.
Okay, aber ich denke, das ist das, was ich machen sollte. Hotspots anzeigen, Story, Questlog und Hauptmenü, also das Klassische, was man immer hat. Ich kann ja nochmal auf Flasche zerstören gehen. Okay, jetzt haben wir Scherben. Das darf ich dann halt auch nachher nicht vergessen. Das geht nämlich auch immer ganz schnell, dass ich dann vergesse, was ich eigentlich auch was zerstören kann. Ich gehe nochmal ganz kurz auf die Leertaste und gucke, was hier noch möglich ist. Kann ich nicht einfach zum Zelt gehen? Die Festung, mein Lieber. Ach Gott, das nervt. Ich war ja noch nie gut mit Kindern, aber das schlägt dem Fass echt den Boden aus. Kann ich vielleicht die Scherben nehmen? Ach, Moment. Ich muss das immer nochmal anklicken. Was tust du? Keine Panik. Ich will nur etwas ausprobieren. Solltet ihr einmal nicht weiterkommen, klickt auf das kleine Buchsymbol am rechten Ende eures Inventars. Okay, also ich kann mich noch erinnern bei Satinas Ketten, das war wirklich knifflig teilweise, dass ich da nicht so leicht weiterkam. Von nun an seid ihr auf euch allein gestellt, erkundet eure Umgebung, nehmt mit, was ihr in eure Finger bekommt und redet mit den Menschen in eurer Umgebung. Alles kann ein Hinweis auf die Lösung eines Problems sein. Und vergesst eure Zaubersprüche nicht. Alles klar, ja, das darf ich wirklich nicht vergessen. Gut, jetzt denke ich, wird sie uns durchlassen. Ich dachte, du kannst Dinge reparieren. Kann ich. Genauso wie ich sie zerbrechen kann. Wer? Keine Sorge. Der Zauber funktioniert nur bei zerbrechlichen Gegenständen, nicht bei Menschen. Das klingt nicht sehr mächtig. Es kommt drauf an, was man daraus macht. Holzchenfestung, okay. Komme ich jetzt hier rein? Ist ja gut. Ich gehe schon nicht rein. Mann, die nervt ja irgendwie ein bisschen. Ein thulamidisches Zelt. So etwas kannte ich bisher nur aus Geschichten. Genau, ich gucke mich jetzt mal ein bisschen um. Das Tochter des Händlers sein. Giacomo hat mich bereits vorgewarnt. Wer war da nochmal Giacomo? Der Name kommt mir auch bekannt vor, aber ich kann mich überhaupt nicht erinnern. Ich habe die Scherben um das Holz gelegt. Und nun? Also die Kette werden wir sicher nicht wegnehmen. Ich wähle jetzt einfach mal das Messer aus. Du sollst Zauber nicht nachschnitzen. Ach, jetzt weiß ich. Also glaube ich jedenfalls. Ich muss das jetzt reparieren. Ha! Oh. Darf ich jetzt rein? Papa, hier gibt sich einer als der Held aus. Schick ihn rein. Wenn du wirklich der Held bist... Dann ein sehr farbloser. Du erinnerst mich mehr an einen dummen, griesgrämigen Bauern. Ich bin Vogelfänger. Und es ist mir inzwischen gleich, was andere von mir denken. Ich habe eine Fee gerettet und ich habe ein Königreich befreit. Ich muss niemandem mehr etwas beweisen. Nun gut, geh rein und pass auf deinen Rücken auf. Ich bin immer hinter dir. Wie einladend. Ah, Geron, wie schön. Komm, setz dich. Setz dich. Seid ihr Fahi? Ja, setz dich. Hast du gut hergefunden? Ja. Man sagte mir, ihr verkauft einen Zauber, mit dem man die Gestalt eines Menschen dauerhaft verändern könne. Eines Menschen oder eines Tieres. Aber alles zu seiner Zeit. Tee? Na klar. In Ordnung. Ach, ein Mann mit Geschmack. Das ist gut. Andergast ist kalt, nicht wahr? Es geht. Aber zurück zu eurem Zauber. Natürlich. Du verstehst, permanente körperliche Transformation ist eine gewaltige Macht. Es gehört schon viel Mut dazu, eine solche Gewalt einzufordern. Ich habe meine Gründe. Ich weiß. Giacomo erzählte davon. Du kennst meinen Preis? Giacomo erzählte etwas von einem Rätsel. Richtig. Du magst doch Rätsel, Geron, oder etwa nicht? Na, also auf jeden Fall. Also wie kann man denn da jetzt sagen, nein? Natürlich mag ich Rätsel. Sonst wäre ich nicht hier. Ausgezeichnet. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Du wirst es eine Weile mit dir herumtragen, es drehen und wenden müssen und vielleicht auch kurz verzweifeln. Aber hast du es dann schließlich gelöst, ist die Belohnung dafür umso süßer. Woher habt ihr das Rätsel überhaupt? Seit gut 3 Monaten haben ich und meine Tochter jede Nacht denselben Traum. Noch wundersamer ist, dass dieser Traum eine wahre Geschichte erzählt. Eine Erinnerung an eine Zeit vor 450 Jahren, als unsere Welt kurz vor ihrer gewaltigsten Schlacht stand. Ich werde dir nun den Anfang des Traumes erzählen. Mehr brauchst du nicht zu wissen und dir danach das Rätsel stellen. Wenn du es lösen kannst, wirst du die Macht erhalten, deine Geliebte zurückzuverwandeln. Und wenn nicht? Geron, du bist der Held von Andergast.
Natürlich wirst du es lösen. Also, bist du bereit? Ja. Ich bin bereit. Gut. Der Traum beginnt, wie ich schon sagte, vor 450 Jahren in einem uralten Gewölbe, weit unter meiner Heimatstadt Fasar. Die Mächte der Finsternis bedrohen das Land. Und die große Entscheidungsschlacht steht kurz bevor, als eines Nachts eine Gruppe von Helden die Grabkammer eines uralten Magier-Moguls betritt. Ja, das ist ja ein Spiel von Daedalic. Das mag ich immer ganz gerne von denen, die spiele. Da gibt es ja einige Deponia und ach, was ich noch gerne alles spielen möchte mit euch. Aber die Zeit fehlt leider oft. Aber jetzt spielen wir ja erstmal Memoria. Obwohl das auch schon sehr, sehr lange her ist, als das rausgekommen ist. Ich glaube 2013 habe ich vorhin gelesen. Also so circa vor 8 Jahren, aber ist egal, trotzdem so tolle Spiele, die können auch alt sein und die spielt man trotzdem gerne. Haltet euch bereit. Ich werde nun die Grabkammer öffnen. Sind wir vollständig? Vollständig, meine Fresse. Es hätte schlimmer kommen können. Klar, wir hätten auch den stummen Verkina verlieren können. Oder das Prinzesschen, das nicht kämpfen kann. Beruhig dich, Shabib. Du bist nicht der Einzige, dessen Nerven blank liegen. Oh, das tut mir leid. Musst du die Prinzessin etwa Blut sehen? Hat das euer zartes Herz gebrochen? Ja, knack. Ich schätze, nun musst du mich ohne ertragen. Prinzessin Satya, Alric, wir müssen jetzt zusammenhalten. In dieser Grabkammer lauert die legendäre Maske von Malakar. Gelingt es uns, sie zum Heiligen Heer in den Raschtulswald zu bringen, ist die Schlacht gegen die Dämonen nur noch eine bloße Fingerübung. Wenn es uns gelingt und uns diese Mauern nicht vorher verschlingen. Ich beeile mich. Ich kann das Schloss nicht finden. Gebt mir einen Moment. Es muss hier irgendwo sein. Aha, wen spielen wir denn jetzt? Dann gucke ich mir das erstmal an. Hoffentlich war das der letzte. Die Wächter sind zerbrechlicher, als sie aussehen. Okay, also ich spiele sie jetzt anscheinend. Sie beobachten mich. Das war gerade eben auch so ärgerlich. Da kam bei dem Vorspann Memoria und dann war das Spiel aus. Da musste ich da jetzt nochmal anfangen. Das war wirklich blöd. Naja, sowas passiert. Dann gucke ich mich jetzt hier erstmal um. Ein fein gearbeiteter Zierbogen mit Schnörkeln und Mustern. Es muss nur noch der Schlüssel in das Schloss und der Weg ist frei. Wo seht ihr ein Schloss? Die Tür ist überzogen von Dreck. Was versteht eine Prinzessin schon von Dreck? Genug, um zu wissen, dass er sich abwaschen lässt. Das sind gute Neuigkeiten für dich, nicht wahr? Was willst du damit sagen? Psst! Silenzium, bitte! Ich brauche Ruhe. Also scheint so, als würde sie dies gerne abwaschen wollen. Ich guck mal, was ich hier im Inventar habe. Aha, ein Rubin. Krieger, Grabeingang, Magier. Ich rede mal mit dem. Ich kenne ihn erst seit gestern und ich verstehe bereits mehr von ihm, als er von mir. Er weiß, worum es geht, aber er ist nicht der starke Anführer, der er vorgibt zu sein. Magier? Prinzessin? Heldengruppe Mission Hilfe anbieten. Was
Was ist das Problem? Das Schloss ist verborgen. Ich finde es nicht. Irgendein geheimer Mechanismus. Vielleicht ein Objektum Desaperatec? Was auch immer. Ihr müsst es öffnen. Wie sehen die nächsten Schritte aus? Wir dringen in die Grabkammer des Moguls ein und stehlen die Maske von Malakka. Dann bringen wir sie über die Gipfel des Raschtulswalds zum Heiligen Heer, bevor es in die Schlacht ausläuft. Und dort triumphieren wir oder gehen elendig unter. Die Zukunft dieser Welt liegt in unseren Händen. Wie tief sind wir? Das wissen nur die Götter. Fazar wurde Schicht um Schicht auf den Ruinen alter Dynastien erbaut. Darunter liegen Gewölbe, so alt wie das Land selbst. Diese Grabkammer zum Beispiel wurde vor 2 Jahrtausenden vom letzten lebenden Magier-Mogul Malakka errichtet. Es heißt, er war ein Großmeister der Elementar- und Transformationsmagie. Mit einem bloßen Schnippen bog er Erz und Erde nach seinem Willen. Diese Hallen waren sein größtes und letztes Werk. Okay. Wieso nennt es sich das Heilige Heer? Das Heilige Heer ist eine Armee von Geweihten. Nur mit der heiligen Macht der Götter, so glaubt man, kämen wir gegen die anstürmenden Dämonenhorden an. Ihr sagtet, das Heer zieht über das Gebirge Raschtuls. Warum so ein schwieriger Umweg? Die meisten Pässe werden von den Legionen des Bösen bewacht. Zudem gibt es einen magischen Ort über den Gipfeln des Raschtulswalds, wo man hofft, eine letzte entscheidende Allianz zu schmieden. Dort werden wir uns dem Heer anschließen. Ihr seid euch sicher, dass hinter dieser Mauer die Maske wartet? Ja, ganz sicher. Niemand weiß, woher der Mogul Malakka die Maske hatte oder ob er sie gar selbst erschuf. Aber er war so besessen von ihr und ihrer Macht, dass er sie am Ende mit in sein Grab nahm. Es heißt weiter, dass es ihm Zeit seines Lebens nie geglückt sei, ihre wahre Macht zu wecken. Was macht sie? Es heißt, dass der Träger der Maske jede verlorene Schlacht, überhaupt jede Niederlage und jeden Verlust in einen ewigen Sieg verwandeln kann. Na, die Maske, die scheint ja wirklich grandios zu sein. Wie konnte es nur so weit kommen? Eine Invasion des Bösen in unserer Zeit? Dunkle Zeiten gibt es immer wieder, Prinzessin. Aber was genau dazu geführt hat, spielt keine Rolle mehr. Wichtig ist nur, dass wir bereit sind zu kämpfen. Die größten Helden unserer Zeit haben sich zusammengefunden, um die Entscheidungsschlacht in der gorischen Wüste zu schlagen. Und auf ewig in die Geschichte einzugehen. Wenn wir gewinnen. Habt ihr nicht langsam genug gequatscht? Er hat recht. Wir müssen weitermachen. Ihr habt keine weiteren Fragen? Nee. Nee, wir wollen jetzt die Tür hier aufmachen. Wir wollen jetzt diese... Die Tür ist von einer dicken Kruste bedeckt. Okay, also die müssen wir jetzt irgendwie sauber machen. Wie, weiß ich auch nicht. Ich rede mal mit dem Rachwan. Vielleicht hat der irgendwie einen Putzlappen dabei. Warum hat dich das Volk der Verkina verstoßen? Geht dich nichts an. Stimmt, deine Vergangenheit ist ganz allein dein Problem. Also sehr sympathisch. Du bist uns bald sicher durch die Berge zum Heer. Hauptsache, ich bekomme bald mein Geld. Er ist ein flinker Kämpfer. Ich sehe keine einzige Wunde. Aber Moment, ich habe ja den Rubin. Ich wähle den mal aus und gehe an die Tür. Vielleicht klappt es ja doch. Nein. Mit dem Almandin wäre es, als gebe ich mein Leben fort. Ich werde es erst tun, wenn der Tod unausweichlich wird. Also die will den Rubin nicht weggeben. Okay. Als gebe ich mein Leben fort. Ich werde es erst tun, wenn der Tod unausweichlich wird. Okay, ja, dann weiß ich langsam auch nicht. Fragezeichen? Es sieht aus wie Blut. Das ist nicht gut. Es sieht klebrig aus und giftig. So, dann gucke ich mal, was es hier alles gibt. Also das hatte ich: Säulen, Wächterarm, Zierbogen, Blut, die Tür und weiß ich. Und ja, vielleicht gehe ich erstmal zur Halle und finde da einen Lappen. Seid ihr lebensmüde? Ihr habt gesehen, was da draußen für Kreaturen herumlaufen. Aber sie geht trotzdem. Wenn so die Prinzessinnen in diesem Land sind, dann möchte ich nicht die Könige erleben. Keine Sorge, das werdet ihr nicht. Dem letzten Kalifen von Fazar wurde vor 5 Monaten bei lebendigem Leib die Haut abgezogen. War er ein Tyrann? Ja, wie alle Herrscher in dieser Stadt. Außerdem... Was? Habt ihr die Tätowierung auf ihrem Arm gesehen? Ich glaube, es ist das Zeichen Malakkas. Sie ist eine direkte Nachfahrin. Wir haben die Ur-Ur-Urenkelin eines verdammten Magier-Mogul-Monsters in dessen Grabkammer mitgenommen? Seid ihr noch bei Trost?
Sie ist ein guter Mensch. Vertraut mir, wir werden sie bald brauchen. Das sieht so ein bisschen aus, da wo Giron auch mal war. Oder es kommt mir jetzt nur so gerade bekannt vor. Also hier ist noch so eine Hand, Wächter zum Kampfplatz, zum Grabeingang. Da muss ich mich gleich nochmal umgucken. Er war schon so, als wir herkamen. Wer weiß, ob wir sonst gewonnen hätten. Okay. Dann gehe ich mal zum Kampfplatz und gucke mich mal um. Oh, wer hängt denn da? Harun. Aufgespießt mit seiner eigenen Fackel. Was für ein unwürdiger Tod. Aber hier sehe ich was liegen. Na, das nehme ich doch mal. Vielleicht können wir damit die Tür irgendwie abkratzen. Ah, die Tasche. Na, auch mal gleich gucken. Er war ein Tollpatsch. Aber er hatte den Verstand, an Dinge zu denken, an die wir nicht dachten. Was auch immer er bei sich trägt. Es könnte uns helfen. Ja, das glaube ich. Sie hängt genau außer Reichweite. Vielleicht komme ich jetzt mit dem durch dran. Perfekt. Ah, natürlich alles runtergefallen. Was ist denn hier alles noch? Monstrum? Okay, dann gehe ich mal weiter runter. Obwohl ich hier auch an die Kreaturen denke, die hier sein sollen. Aber da können wir jetzt keine Rücksicht nehmen. Hier ist alles. Gut, dann versuche ich das mal zu nehmen. Verbandbürste. Ah, eine Bürste. Vielleicht können wir das dann gleich mit dem Alkohol verbinden und die Tür sauber machen. Weg zurück. Sympathisch. Kann ich hier eigentlich den Dolch anwenden? Auf keinen Fall. Das ist unser einziger Weg zurück. Okay, dann gucke ich mal kurz, dass ich hier nichts übersehe. Nein, dann gehe ich jetzt erstmal wieder nach oben und gucke nochmal bei der Tür. Felswand, Wächter, Monstrum, Harun. Ich denke, wir haben hier alles. Sonst, wenn ich nicht weiterkomme, muss ich mich ja leider dann einfach nochmal umschauen. Grabeingang. Gut, jetzt habe ich aber wenigstens auch ein bisschen was. Das lässt sich nicht schneiden. Achso, jetzt hatte ich noch den Dolch ausgewählt. Pferdebürste und Alkohol. Gut. Tretet beiseite. Berührt auf keinen Fall die Tür. Gut, dann müsst ihr das machen. Was soll das? Es gibt keinen verborgenen Mechanismus. Die Tür ist einfach nur verdreckt. Bürstet sie ab und ihr findet euer Schloss. Trete zurück. Die sechs Beine öffnen die sechs Riegel. Bei allen zwölf Göttern. Das läuft ja hervorragend. Entspann dich. Ich weiß, du willst nur helfen, aber ich schaff das schon allein. Da ist auch irgendwas runtergefallen. Okay, sie hebt schon von alleine auf. Wir müssen es kleben. Was hat sie denn da jetzt eingesammelt? Alkohol, Verband? Keine Ahnung, was sie da jetzt hat. Welcher Kerkermeister versieht ein so kompliziertes Schloss mit einem so zerbrechlichen Schlüssel? Haltet Abstand. Wir wissen nicht, was sich hier sonst noch verbirgt. Aber wo ist denn das? Ich fände mal den Verband. Ich weiß nicht einmal, wo ich ansetzen sollte. Nee, wir müssen alles ausprobieren. Das bringt mich nicht weiter. Okay, dann vielleicht der Dolch? Nein. Achso, nein, nicht verbinden. Oh. Das lässt sich nicht schneiden. Das führt doch zu nichts. Okay, warum geht die Tür einfach nicht auf? Wir wissen nicht, was sich hier sonst noch verbirgt. Ich guck sie mir nochmal an. Der Meister versieht ein so kompliziertes Schloss mit einem so zerbrechlichen Schlüssel. Aber was ist denn mit dem Schlüssel? Wo ist der denn jetzt? Verstehe ich nicht. Ich rede nochmal mit dem Magier. Gestern und ich verstehe bereits mehr von ihm als er von mir. Er weiß, worum es geht. Aber er ist nicht der starke Anführer, der er vorgibt zu sein.
Ich versuche, die Käferteile ineinander zu schieben, aber es geht nicht. Sie halten nicht. Warum habt ihr gerade uns als Gefährten gewählt? Wen meint ihr im Besonderen? Ja, das ist eine tolle Frage, aber ich will das jetzt nicht. Vielleicht kann ich ihm den Verband geben, dass er das irgendwie hält. Ich kann den Schlüssel nicht einfach zusammenbinden. Er würde nicht halten. Aha, okay. Also da muss ich ihn irgendwie immer... Nein, danke, Prinzessin. Ja. Will er vielleicht was trinken? Oder er? Er ignoriert mich. Ach, toll. Also was für eine Hilfe. Nein. Okay, dann den Dolch mal dem Magier anbieten. Danke. Aber wir brauchen etwas, das klebt. Aber ich habe jetzt nichts, was klebt. Manu. Alkohol und jetzt habe ich das... Ach, nein. Jetzt weiß ich auch woher. Jetzt hat das geklappt. Und gib das mal dem Magier. Ich kann den Schlüssel nicht einfach zusammenbinden. Er würde nicht halten. Die Kruste ist zu trocken, um sich damit wegwischen zu lassen. Okay, aber was ist denn jetzt hier mit dem... Ich kann den Schlüssel nicht einfach zusammenbinden. Er würde nicht halten. Die Kruste ist zu trocken, um sich damit wegwischen zu lassen. Du blutest. Ich brauche keinen Verband. Aha. Eine Kampfeswut macht den Schmerz erträglich. Beeindruckend. Also er hat da irgendwelche Probleme noch, dann... Nein. Die Verbände sollen sich nicht gegenseitig verdrecken. Mhm. Du blutest. Ich brauche keinen Verband. Meine Kampfeswut macht den Schmerz erträglich. Beeindruckend. Aber was soll ich denn da jetzt machen? Also den Rubin kann ich nicht nehmen, den Dolch hatte ich schon probiert. Probier ich einfach nochmal. Das würde ihm nicht gefallen. Das würde ihm nicht gefallen. Davon brauche ich kein Stück. Was ist eigentlich mit dem Blut? Jetzt ist die Klinge klebrig. Okay, dann probieren wir mal den klebrigen Dolch. Hier, kleb damit das Bein. Na, da muss man ja erstmal drauf kommen. Okay, hat geklappt. Es ist soweit. Seht ihr die leuchtende Inschrift, Alrik? Ur-Tulamidia ist eine tote Sprache, die nur noch von wenigen gesprochen wird. Von noch weniger, seit die geistigen Führer dieser Stadt zusammen mit ihrem Kalifen hingerichtet wurden. Man muss gebildet sein, um diese Schrift zu lesen. Gebildet wie ein Kind aus gutem Hause. Gebildet wie die letzte Prinzessin von Fasar. Allein darum haben wir euch mitgenommen. Nun sagt mir, was ist die Antwort des Rätsels auf der Kammer? Die Götter stehen mir bei. Was? Was lest ihr? Das kann ich euch nicht verraten. Es würde zu viel verändern. Okay, sie haut einfach ab. Dafür haben wir sie mitgenommen? Ich verstehe das nicht. Prinzessin? Prinzessin! Wo seid ihr? Bei den Zwölfen ist das dunkel. Ich bin hier drüben. Ah! Oh! Passt beim Verlassen auf den Käferschlüssel auf. Er liegt mit der Tür auf dem Boden. Wenn ihr zerbricht, sind wir hier eingesperrt. Was ist das für ein Geruch? Alrik! Kommt nicht rein! Hier ist Gas in der Luft! Leuchtet mit der Fackel vorsichtig durch die Tür, aber bleibt draußen! Und keine Zauber! Fremde Astralenergie könnte eine Falle in diesem Raum auslösen. Seid vorsichtig, wo ihr hintretet, Prinzessin. Schwierig ohne Licht. Wenn ihr einen Weg wisst, wie man ohne Feuer und ohne Magie Licht macht, dann sagt es. Okay, prima. Aber ich würde sagen, ich beende jetzt die erste Folge und bei der nächsten Folge werden wir uns hier erstmal in der Kammer weiter umsehen. Da freue ich mich schon drauf. Also für euch alles Gute. Tschüss.